Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In Grevesmühlen wird eine neue Fernwärmeleitung gebaut. Die Stadtwerke, die Wobag und die Stadt Grevesmühlen haben am Dienstag ihren ersten Spatenstich durchgeführt. Ja, feierlicher Spatenstich, wie man sieht, für die Fernwärmeerschließung im AWG-Viertel. Das ist eine schöne Sache, weil wir damit erreichen, dass viele Leute, die hier wohnen, in kürzester Zeit deutlich etwas fürs Klima tun. Weil unsere Fernwärmeleitung hat ja einen unschlagbaren Primärenergiefaktor, ich glaube mit 0,24. Weil wir eine Biogasanlage angeschlossen haben, nämlich die von den Stadtwerken. Und weil wir mittlerweile, und das ist der Knoten, der geplatzt ist bezüglich des AWG-Viertels, weil wir im Gewerbepark Nordwest auch einzelne Gewerbebetriebe und den Zweckverband angeschlossen haben als Wärmeproduzenten. Dort wird Wärme produziert durch Klärgas, aber auch durch die neue Pyrolyseanlage von Novocarbo. Und alles das bringt uns jetzt dazu, dass wir diese Wohnung mit erschließen können. Ja, und ich muss sagen, viele schnacken ja auf Bundesebene, EU-Ebene, weltweit über das Thema. Und wir setzen es einfach um und das freut mich. Alle Details, was Kosten betrifft, was das letztendlich bringt, das wissen die beiden Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer unserer städtischen Unternehmen. Diese Maßnahme hier ist unser erstes Projekt aus unserer Klimastrategieplan, die wir für die Wobag aufgestellt haben. Damit wir die Klimaschutzziele, die ersten bis 2030 erfüllen und natürlich weitergedacht bis 2045. Und wir haben bei einem gemeinsamen Klimafrühstück im letzten Jahr im August festgelegt, da waren wir zusammen mit der Stadt, mit dem Zweckverband, mit Heiner, den Stadtwerken und haben festgelegt, dass wir nur zusammen eine gute, nachhaltige, effektive Lösung für Grevesmühlen erreichen können. Wir haben gesagt, wir werden nicht jedes einzelne Gebäude von uns alleine betrachten und umstellen, sondern wir wollen den Quartiersgedanken aufleben lassen. Das ist nachhaltig und das bringt uns als hiesige Akteure alle zusammen in Arbeit. Und ich muss auch mich sehr bei den Stadtwerken bedanken, dass die mit ihrer kommunalen Wärmeplanung so weit fortgeschritten sind, auch in der Kürze der Zeit. Dazu gehören die Planer, die Mitarbeiter, dass das alles heute schon sein kann, dass wir hier den Spatenstich vollziehen. Dieses Wohngebiet hat bei der Wobag 127 Wohnungen. Die werden jetzt von Gas auf Fernwärme angeschlossen. Es war schon vorher eine, ich sag mal, komfortable Heizungsanlage, aber nun befreien wir uns von den fossilen Brennstoffen und auch von der Abhängigkeit dieser und gehen unseren ersten Schritt mit diesem Projekt zur Klimaneutralität hin. Wir werden natürlich hiermit nicht klimaneutral, aber wir werden vieles dafür tun, dass wir in unserer CO2-Emission stärker runtergehen, sehr stark runtergehen. Ja, was kann ich noch sagen? Ich kann immer nur sagen, also was wir heute tun, wird unsere Zukunft bestimmen. So ähnlich hat es Mahatma Gandhi mal gesagt und so sehe ich das auch. Also wir wollen nicht schnacken, wir wollen anpacken und tatsächlich alles ins Leben rufen, was dafür getan werden muss. Ja, ich glaube, wir haben hier eine Förderung bekommen, eine Bundesförderung. Die fördert ca. 30-40% dieser Maßnahmen. Und die haben wir auch in Anspruch genommen natürlich und sodass die Mieterhöhungen, die hier ausgesprochen wurden, sehr moderat sind. Also wir haben hier Mieterhöhungsabsolute Zahlen von 4,60 Euro bis 20 Euro für einen Monat gesehen und das ist doch sehr, sehr moderat. Und auch hier können wir sagen, wir werden immer grüner und das ist auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, was wir uns und unseren Mietern hier geben können. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir ein neues Wohngebiet hier erschließen können mit Fernwärme. Die Stadt, die Wobag und die Stadtwerke sind zusammen ein gutes Team, das kann man so sagen. Und wir haben in den letzten Jahren schon viel erreicht, wenn es darum ging, insgesamt die Wärmeversorgung
zu dekarbonisieren, wie das so schön heißt. Im Bundestag haben die sich bis in die letzte Woche hinein noch gestritten, wie denn das ganze Heizungsgesetz aussehen soll und was da alles passiert. Wir, und das hat Uta Woge ja eben schon passend gesagt, haben schon den ersten Schritt jetzt getan, indem wir eben ein neues Wohngebiet erschließen. Das Wohngebiet heißt weitläufig in Grevesmühlen AWG-Viertel, aber die ersten Blöcke, die wir hier jetzt an die Fernwärme anschließen, gehören der WOBAG. Und wir beabsichtigen, wenn wir diesen vorderen Teil hier fertig haben, auch die Wohnungen der Genossenschaft dann anschließend mit Fernwärme zu versorgen. Das wird sich aber noch eine gewisse Zeit hinziehen, denn der Aufbau eines Fernwärmenetzes zieht sich doch sehr, sehr lange hin. Zum einen ist das sehr, sehr kostenintensiv. Es gibt zwar ein wenig Förderung, zum Beispiel für den Leitungsbau bekommt man bis zu 30% Förderung dazu, aber es bleibt trotzdem noch ein riesiger Anteil, der dann von den kommunalen Unternehmen selbst zu tragen ist. Und wir sind ursprünglich mal angefangen, im Osten der Stadt fernwärmetechnisch dort die Erschließung voranzubringen. Gerade in den Gebieten am Wasserturm, am Grünen Ring, Kastanienallee, Plockensee haben wir schon großflächig den mehrgeschossigen Wohnungsbau an die Fernwärmeversorgung angeschlossen. Dann haben wir den Innenstadtbereich zumindest teilweise erschlossen. Den sogenannten Rathausblock haben wir mit an die Fernwärme angeschlossen, das heißt das Rathaus, aber auch das Gebäude, in der die WOBAG ihren Geschäftssitz haben, sind angeschlossen. Und es werden auch noch weitere folgen. Das alte Rathaus zum Beispiel haben wir vor, noch mit anzuschließen und noch viele andere auch. Das Wunschdenken geht natürlich dahin, alles zu erledigen. Aber das ist, wie gesagt, doch ein wenig in die Länge gezogen. Das muss man aus dem Grund sehen, dass wir ja auch nur begrenzte Baukapazitäten haben. Wir haben Baufirmen, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten und sind eben dabei, jetzt Stück für Stück uns voranzukämpfen. Und insofern, denke ich, haben wir hier einen guten Startschuss gemacht. Was die ganze CO2-Problematik angeht und so weiter, da sind wir in Grevesmühlen schon auf einem Stand, den der Bund im Jahr 2030 erreichen will. Wir liegen jetzt schon bei 63% grüner Wärme im Fernwärmenetz und werden das weiter ausbauen. Das hat eben ja der Bürgermeister auch bereits gesagt. Wir haben neben den Biogasanlagen der Stadtwerke auch noch Einspeisungen aus den Blockheizkraftwerken des Zweckverbandes Klärwerk, aber auch von einem Industrieunternehmen, Novocarbo, die dort Abwärme aus ihren technischen Prozessen bei uns einleiten. Und das wird auch weitergehen. Es werden auch weitere Unternehmen hier bei uns in den Genuss kommen, Fernwärmeanschlüsse zu bekommen. Aber auch Wohngebiete, so wie wir das jetzt hier haben. Also eine ganze Menge haben wir vor uns und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Das Ganze wird uns gut voranbringen und auch zu einer Vorzeigeregion in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Deutschland machen. Also insofern können wir jetzt den ersten Spatenstich nochmal manuell, nicht digital. Ich will noch einmal was nachkarten. Wer mit dem ganzen Thema Klimaschutz, Heizungsumbau und grüne Energie Probleme hat, dem sei mal gesagt, was das in Grevesmühlen konkret bringt. Wir haben mal ausgerechnet mit alten Preisen, dass wir vormals, wenn wir den Strom und die Wärme komplett aus Gas und Kohle bezogen hätten, dann würden wir pro Jahr ungefähr 3 Millionen Euro an irgendwen überweisen. Mittlerweile haben wir 2 Dutzend Arbeitskräfte, die kontinuierlich mit diesem Themenfeld hier in Grevesmühlen beschäftigt sind. Das sind Handwerker, das sind Ingenieure, die bei den Stadtwerken, WOBAG und auch beim Zweckverband beschäftigt sind. Und das ist noch zusätzlich ein Mehrwert, den wir einfach in der Stadt schon seit mehreren Jahren haben und von dem wir profitieren. Und zum Zweiten, das haben wir jetzt in der Energiekrise gemerkt, sagt mir eine Stadt, wo es so geringe Mehrkosten für den städtischen Haushalt gab, für Energie, für Strom und Wärme und auch für die privaten Haushalte. Da kann sich Grevesmühlen glücklich schätzen. Und das ist Ergebnis harter Arbeit der letzten Jahrzehnte und vor allem dieser Netzwerkarbeit zwischen den einzelnen Partnern. Und zu guter Letzt und dann jetzt der Hinweis auf den Spaten, einer muss es machen. Herzlichen Dank an die Firma Dau und wir helfen euch ein bisschen jetzt. Thank you.
Zuschauer, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund. Tschüss.